Bleib ruhig, Ernest. Der Engel ist nicht verschwunden. Er hat einfach nur seine Position verändert, mehr nicht. Hätte ich nicht eigentlich das mal hier rüberstellen sollen, das Mikro? Also bis jetzt haben sie ja nichts gesagt, dass sie mich nicht hören können. Ja, hört ihr sie nicht? Vielleicht haben die auch gar nicht gewusst, dass du da bist. Was guckt ihr denn immer darüber? Ja, keine Ahnung. Ja. Knallhart, echt. Ich hab nie geweint. Nee, also... Ich hab mich immer auf die Stelle gefreut. Gleich passiert's! Nein, Quatsch. Nee, aber wo sie so Schmerzen hatte, glaub ich. Oh. Ja. Gut. Okay. Bitteschön. Danke. Okay. Bleib ruhig, Ernest. Hast du, ne? Ja. Ja. Aber ich hatte doch allen gesagt, dass sie ihn nicht bewegen sollen. Jemand hat sich mir widersetzt. Meuterei! Außerdem hat er gesagt, dass keiner diesen Raum betreten darf. Ja. Na dann, erklär mal. Ja, ich erklär mal. Lassen Sie mich das erklären, Mr. Onassis. Wie jetzt der Figur war ursprünglich in der Dekoration ganz oben auf dem Turm mit Gerichten. Ursprünglich. Aha. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wo ist sie jetzt, ne? Ne? War? Doch eigentlich könnten wir sie alle jetzt schon sehen. Ist das so? Ist dem so? Wirklich, Miss Layton? Wo ist der Engel denn? Verrate es uns. Entspann dich, Nadelstreifen. Sie kann es eh kaum erwarten, es uns zu verraten, ne? Ich will euch gerne alle erlösen. Der letzte Engel ist im Wackelpudding neben dem Turm. Was? In diesem gewaltigen, mehrfarbigen Wackelpudding? Sicher nicht. Doch, das ist der Ernest. Wenn wir uns den Wackelpudding anschauen, bin ich mir sicher, dass wir dort auch die letzte Engelsfigur finden werden. Wow. Na gut, dann rein in den Pudding. Sie will doch bloß den Wackelpudding aufessen, ja. Gleich hab ich ihn! Rump. Und oh, Ernest. Doch nicht! Und Schatz, hast du ihn gefunden? Aber natürlich. Oh, ja, ich habe sie, die kleine runde Dekoration. Und in ihr ist die Engelsfigur. Aber wie ist sie denn da drin gelandet, Miss? Schatz. Muss schon treffen, Schatz. Ja, das war die allererste Gelegenheit, in der du das sagen konntest. Das war nicht mit Absicht. Ja, ja. Ich fand's witzig. Ja. Hat sie jemand ohne meine Erlaubnis bewegt? Wollen Sie das damit sagen, Miss Layton? Eigentlich nicht. In Wahrheit ist die Dekoration vom Turm herunter in den Wackelturm gefallen. Wackelturm. Jenga! Sie ist heruntergefallen. Aber wie kann das denn passieren? Schwerkraft! Ganz einfach, Mr. Onassis, weil das Schiff nicht mehr gerade im Wasser liegt. Oh. Um genau zu sein, liegt das Heck ein ganzes Stück tiefer als der Bug. Fast so, als ob wir an etwas festhängen würden. Das Schiff liegt nicht gerade im Wasser? Warum fällt uns das gar nicht auf? Bist du dir da sicher, Miss? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, obwohl ich es schon etwas merkwürdig fand, als ich gerade eben darüber gerannt bin. Da ging das voll schnell. Als ich in die entgegengesetzte Richtung gelaufen bin, musste ich mich ganz schön anstrengen. Nein, ernsthaft, das hätte denen doch so schon auffallen können. Es mag nicht so offensichtlich sein, insbesondere dann nicht, wenn man so viel auf dem Schirm herumläuft wie wir. Doch erst recht dann. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die runde Dekoration von allein auf der obersten Ebene des Turms mit den Gerichten heruntergerollt ist. Aber die Thames-Technik ist doch das allerneueste Modell. Alles funktioniert einwandfrei. Und wir haben sogar Thames-Technik-Care, falls was schief geht. Sogar die Batterie ist noch neu.
Und wir fahren auch nicht mit übermäßiger Geschwindigkeit. Geradezu gedrosselt. Was für mögliche Gründe könnte es geben, dass das Schiff eine solche Neigung hat? Ja, das Schiff hat gewisse Neigungen. Ich bin mir sicher, dass es eine einfache Erklärung gibt, Mr. Anastas. Keine Sorge. Aber da wir jetzt alle vier Figuren gefunden haben, ist es an der Zeit endlich. So, ich bin gespannt, was jetzt, wenn wir den Fall lösen, was danach kommt. Bling! Weil jetzt haben wir alle Löwen Fälle gehabt. Danach. Also müsste es ja endlich in der Story dann weitergehen. Ich merke, hier an dieser Stelle läuft es langsamer, oder? Das weiß ich nicht. Ein bisschen. Ja. Ich hoffe, also die Cutscenes, das haben wir ausprobiert, die laufen normal. Ja, lösen. Ich muss schon sagen, das ist ein sehr kluges Versteck. Niemand würde darauf kommen, dort nach der Göttinnenstatue zu suchen. Halt! Was? Wollen Sie damit sagen, dass Sie wissen, wer der Täter ist, Cat? Natürlich, Inspektor. Das Rätsel ist erledigt. Ich weiß, wer es getan hat und ich weiß auch, wie er es getan hat. Sie war es selber. Ja. Das wäre jetzt witzig, wenn es doch so kommen würde, aber ich dachte, wir waren da drüber hinweg. Ja. Nun kommen Sie schon raus mit der Sprache. Wie war es? Und wo ist der... Und wo zum Teufel ist die Statue? Ich meine, wo zum Engel ist die Statue? Ich werde gleich alles erklären, sobald alle sich eingefunden haben. Ernest, wärst du so freundlich? Mm-mm. Das Schiff ist betrunken. Ja, Miss. Sofort, Miss. Oh, aber warte mal eben. Es gibt noch etwas, was ich vorher besprechen muss. Was hast du denn jetzt wieder geplant? Das wirst du schon früh genug erfahren. Sobald das geregelt ist, erkläre ich alles. Okay. Wem die Göttin Hold? Wem die Göttin Hold ist? Nun, sie liebt natürlich jeden einzelnen von uns in gleichem Maße. Oh Gott. Oh Gott, ja. War eine interessante Idee. Erstmal so an sich. Kannst du den Ton ausmachen und ich lasse es von mir abspielen? Würde auch gehen, ja. Ich kann dann deinen aufdrehen und den hier runter. Müsste gleich machbar sein. Ich muss mal gucken, okay, wo ich das einstelle. Oder kann ich hier was... Oder ich kann auch einfach das hier auf laut machen und ans Mikro halten. Nee, das ich würde es dann schon anders machen. Also hier Audio, nichts. Audio Engine nichts, müsste eigentlich... Vielleicht läuft es dann auch schneller wieder. Mhm. So, ich mache dann mal deins an. Wo ist das? Da. Das nennt sich Emulator. Zauberei. Mhm. Sozusagen. Ja. Okay, ich würde sagen... Das reicht so. Okay. Beziehungsweise könnte sogar zu laut sein. Muss ich bei mir jetzt den Ton anmachen, oder? Nee, okay, der ist automatisch. An. Hörst du ja. Hörst du was? Ja. Ja, gut. Wenig, aber ja. Okay. Ach so, du musst jetzt. Warum muss ich? Weiter! So. Doch es gibt jemanden unter uns, der sie ganz für sich will. Und dieser jemand ist... Nein, halt. Ich glaube, sie wollen alle wissen, wo die Göttin ist und nicht, wer für ihr Verschwinden verantwortlich ist. Also... Jetzt. Halt. Jeder weiß, dass erst der Täter entlarvt und dann die Tat erklärt wird. Go. Ja, ich sollte mich den Wünschen der Zuhörer beugen und erst erklären, wo die Statue denn nun ist. Hallo, der Hund weiß Bescheid. Wo die Statue denn nun ist, fragen Sie sich. In Wahrheit wurde sie von jemandem gestohlen. Doch ich weiß, wo man sie versteckt hat. Gestohlen? Wie kann das sein? Hast du doch gut gesprochen. Ja, wir reden hier von 4 Tonnen Statue. Wie kann sich jemand damit aus dem Staub machen? Selbst wenn man sie bewegen könnte, bekäme man sie doch nie vom Schiff herunter. Doch, bekäme man.
Es gibt einen Weg, die Statue vom Schiff herunter und an Land zu bringen. Wie genau? Ich sage es Ihnen, in diesem Moment ist die Göttin der Themse unter Wasser. Wovon reden Sie denn da? Ich rede von der einzig möglichen Methode, wie man eine solche Statue von Bord an Land bekommt. Die Statue ist momentan unter Wasser und wird vom Schiff mitgeschleift. Und der Dieb wollte die Statue bergen, sobald die Feier vorbei ist und wir wieder angelegt haben. Aber wer würde so etwas tun? Sie selbst! Keine Ahnung. Es gibt nur eine Person, die das getan haben kann. Und das sind Sie. Kapitän Midas Stower. Okay, Midas Stower. Ja, dann, warum? So, ich glaube... Achso. Hat Ihnen geholfen. Ah. Wieso das denn? Wir? Ich? Oh. Sie haben ein ehrwürdiges Bildnis in Ketten gelegt und grausam in das, geben wir es doch zu, düstere Wasser der Themse geworfen. Das ist ja wohl ein echtes Sakrileg. Sie sind des Ankermissbrauchs schuldig. Ankermissbrauch? Auf der Themstanic? Undenkbar. Das gibt's doch gar nicht. Ruder mal zurück, Cat. Warum machst du das zu früh weiter manchmal? Hab ich? Ja. Okay. Oh, shit. Achso, nee, doch nicht. Dachte, jetzt kommt eine... Ich stell das wieder um mal. Okay. Mit dem Audio-Zeug. Ja, ist auch nicht mehr. Also ich spreche nicht mehr selbst. Ja. Jetzt ist es interessant, wie es sich anhört. Dim, 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 dim. Ja. Wie erklären Sie denn, dass Captain Stower die Statue aus dem Weiße entfernt und ins Meer geschafft hat, Captain? Wir haben schon festgestellt, dass es eine Reihe von Bedingungen gab, die erfüllt werden mussten, damit man den Kran für diese Zwecke einsetzen konnte. Ja. Er brauchte die Hilfe der Mannschaft, um das zu schaffen. Was wollen Sie damit sagen, Cat? Nun, der Kapitän hat uns erzählt, dass man einen Schlüssel braucht, um den Kran zu bedienen. Natürlich hat er den selbst dabei. Aber er hatte den Schlüssel schon dem Navigator des Schiffs gegeben. Matt Rose. Rose sagte uns, er wäre auf der Brücke gewesen, als der Zwischenfall stattfand. Stimmt, genau. Und von der Brücke aus bat er den Schiffsingenieur Deckhorn Schrubber, den Strom für den Kran im Maschinenraum anzuschalten. Warten Sie mal ganz kurz. Wir waren doch zu der Zeit bei der Schatzsuche im Maschinenraum. Ich habe mal eine Idee. Vielleicht kriege ich was hin, damit das Ganze ein bisschen schneller läuft. So, und zwar... wie war denn das? Ja, echt mal, wie weist man nochmal verschiedene Programme, verschiedenen Kernen zu bei Windows? Wie war denn das? Irgendwo ging das. Ich merke nämlich, es läuft irgendwie langsamer, ne? Ich glaube, hier im Ressourcenmonitor könnte was sein. Ah ja. Also der Emulator hat vorhin noch besser funktioniert, glaube ich. Ach Manu. Ne, hier kann ich es auch nicht einstellen. Ach, wie ging denn das, wenn mir da mal jemand auf die Sprünge helfen könnte? Naja. Dann eben erstmal nicht. Oh, die Statue hat einen Wert von ca. 136 Millionen Euro. Nice. Wer sagt denn, dass das alles Gold ist? Vielleicht hat sie innen drin... Gold. Ach Mist.
Wer hat das gesagt? Der Typ, der